Herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme zu Let's Play Risen. Die letzte Aufnahme schon wieder entlange her. Das Deutsch. Da zu einem ich. Das habe ich aber auch nirgendwo geschrieben, dass es so war. Deswegen konnte es auch wahrscheinlich niemand ahnen. Ich war so ziemlich 10 Tage am Stück neben der Schule noch am Arbeiten, hatte so eigentlich gar keine Zeit für irgendwas anderes, inklusive Let's Plays hochladen oder sie überhaupt zu produzieren. Deswegen ist die letzte Aufnahme auch schon ein bisschen länger her, und da heute Freitag, ich weiß gar nicht welchen Freitag wir heute haben, ich glaube den 6. oder den 7. Februar haben wir gerade. Jedenfalls da, an dem Freitag, wo die Verskolls später weitergeht. Da dachte ich mir, komm, nehme ich nochmal etwas auf. Dann kann ich, mit gutem Gewissen Elder Scrolls spielen. Ich würde ja gerne, da war ja was, über Elder Scrolls reden und quatschen, wenn ich schon nichts so zeigen darf. Aber das darf ich ja auch nicht. Naja. Wie sieht's aus? Die Weißen scheinen sich nicht mehr um uns zu kümmern. Aber ich traue dieser trügerischen Ruhe nicht. Gerade jetzt sollten wir besonders wachsam sein. Also, pass auf dich auf, Kollege. Da, jetzt zurück zu Elder Scrolls Online. Da ich mir letztens ein bisschen von der Schweigepflicht das durchgelesen habe, ich darf also darüber auch noch nicht mal berichten. Also eigentlich überhaupt nicht. Pass gut auf dich auf, Kleiner! Wie die Berufe sind voll geil. Und so halt. So, was haben wir denn hier eigentlich für Quests? Badinkenlager, Berichte Finche. Aber über den selbst Questkarte. Dazu habe ich nix. Okay, das hier ist da. Also ich muss so oder so nach da. Oh, ich fühle mich gerade. Meine Nase, ich fühle, wie sie gerade wieder zu schnupfen bzw. sich volllaufen lässt in einer merkwürdigen Art und Weise. Da habt ihr es auch schön gehört, auch wenn ihr es wahrscheinlich nicht wolltet, ist mir aber egal. Jedenfalls sollten wir auch was Anständiges heute machen, wie zum Beispiel Viecher kloppen, bevor es dann endlich in Elder Scrolls ihr wisst schon, Viecher kloppen geht. Okay, ich weiß nicht, das sind Krallenfalter. Okay, die sind übel stark. Es sei denn, ich würde hier nicht so mit, ihr wisst schon, da und hier so verkacken. Komm, das schaffen wir. Ja. Ja. Und? Hä? Das war doch ein Volltreffer. Also der Schlag müsste der ja mindestens 100%ig durchgeschlagen sein. So, Mistviecher. Von euch nehme ich auch mal alles, was ich finden kann. Ich weiß gar nicht, ob ich die Hühner töten darf. Und wollte diese Viecher. Ich hasse die Grabmotten, Krallen, Fliegen, Falter oder was weiß ich, und Blutfliegen wie ein Gothic. Ich hasse diese Viecher. Ich weiß, dass Risen gerade nicht so das bekannteste, beziehungsweise nicht das beliebteste Let's Play bei mir ist, aber falls das jetzt hier schon jemand mitsieht und hört, ich gebe dann schon mal bekannt, dass ich irgendwann mal ein Informationsvideo mache, worum es auch dann gehen wird, halt über meinen Kanal. Ist immerhin ja auch ein Let's Play von mir auf meinem Kanal, dann darf ich da auch über meinen Kanal ein bisschen reden. Und es ist mehr oder weniger auch eine Art Appell, den ich an euch richten möchte. Aber halt zu dem später mehr, beziehungsweise in dem Infovideo. Momentan interessieren uns diese Krallenfalter viel mehr.
Ah. Manchmal habe ich das Gefühl, dass draufkloppen die beste Möglichkeit ist. Ja. Ah. Das sah irgendwie episch aus. Egal. Wir sammeln einfach alles ein und hauen wieder ab. Da ist eine Truhe. Das ist schon mal gut. Aber nehmen noch die Pflanzen mit. Truhe. Können wir auch einfach so öffnen. Ach. Es ist schon mal mehr als nichts. Und es ist schon mal ein Anfang. Ein guter Anfang. Jetzt dürfen wir wieder hier durch dieses bisschen Wasser durchlatschen. Und essen dabei Fische ohne Ende. Ach übrigens, ich esse auch genauso. Ich speise einmal ins Essen rein, schmeiße es dann weg. Scheiße, ich gab's an. Nee. Und wo geht's eigentlich da hoch? Wahrscheinlich in unbekannten Tiefen, beziehungsweise Höhen. In dem Fall hier gerade. Meine Nase, die bringt mich noch um. Keiler. Ach, wie diese. So kriegen. Ah, Moment, da war ja was. Also kein Problem für uns. Und deren Fell ist auch Dreck unser. Wir bräuchten eventuell mehr Werkzeug, um diese Sachen von denen abzumachen, wie zum Beispiel die Hauen. Denn bis jetzt können wir ja noch nicht so viel abmachen, habe ich die Befürchtung. Ja, von dieser Höhe kriege ich auch Schaden. Tödlichen Schaden. Deshalb bin ich schon als Kleinkind von höheren Stellen gesprungen. Das Vieh ist doch... Die Viecher wollen doch Flachs. Zum einen kann ich die nicht wirklich ablocken, wie ihr ja gesehen habt. Zum anderen machen die ansonsten Dauerangriff. Da habe ich mir jetzt gerade so gedacht, wenn ich doch eh nur einen Schlag ablocken kann, dann kann ich doch direkt den volles von aufs Maul geben. Nö, denkt sich der Keiler. Ich mache einfach einen ununterbrochenen Angriff, den nie und nimmer jemand abwehren kann. Klappt auch noch, das ist ja das Blöde daran. Zum Glück sind wir der Held. Und sonst sind wir schon sehr, sehr verzweifelt. Ich höre Viecher. Gehen wir doch mal die Viecher suchen. Und dann die Viecher alle umbringen. Ach. Geht's hier lang? Wölfe. Viele Wölfe. So, und noch der letzte Wolf. Ich muss wieder ein bisschen zu explain kommen, aber was will man noch groß attackieren in Kämpfen sagen muss. Ich werde dich kriegen. Ich werde dich finden. Ich werde dich töten. Haben wir noch was zum im Inventar, um zu fressen? Ja. So einiges. Oh, das Hai-Gedöns gibt uns Leben und Erfahrung. Das ist doch schon mal schön. Da essen wir auch mal die dicke Wurst. Wow. Ein Stachel-Igel. Stachelratte, ja. Ah, verzeiht, aber... Ach, ich sag einfach, das gehört zum Let's Play. So, diese Kreaturen der Finsternis wurden auch erstmals bezwungen. Und ich will hier hoch. Danke. Denn hier ist Eisenerz. Und aus Eisenerz kann man Waffen herstellen. Waffen kann man verkaufen. Also Schmieden wird sich dann hoffentlich noch irgendwie lohnen. Und nochmal von vorne. Okay. Jawohl. Oh, so einiges. Oh. Meine Güte. Also die Welt ein bisschen zu erkunden lohnt sich ja richtig. Noch mehr Eisenerz, aber da kommt irgendeine Kreatur angekrabbelt, wie es sich angehört hat. Mehr ist nicht zu holen. Davor hast du gesagt, nette Ausbeutung. Was wohl hier hingeht?
Gold. Das Gold nehmen wir natürlich auch ganz gerne mit. Nette Ausbeute. Okay, aber das... Okay, hier hoch geht's noch weiter. What? Ich sagte, hoch. Okay, ich habe keine Ahnung, wie man hochkommt, Leute, leck mich. Gehen wir weiter unsere Mission erfüllen. Beziehungsweise wir gehen in Richtung Vulkanfestung. Habe ich das schon? Nichts zu holen. Okay, das habe ich schon ausgebeutet. Okay, dann gehen wir mal wieder hier raus. In die schöne Idylle der Landschaften. Gibt's hier irgendwas? Ja. Nichts zu holen. Boah, ich freue mich schon richtig. Wir haben gerade 15.12 Uhr. Um 18 Uhr ist voraussichtlich Serverstart. Aber beim letzten Beta-Wochenende war das ja auch mit. Sprich, 16 Uhr ging's los. Da ging relativ früh los. Hoffe ich doch mal, dass es auch wieder so sein wird. Natürlich kann ich mir nicht sicher sein. Inventar, wo bist du? Gebratenes Fleisch ist immer toll. Oh, das hat natürlich weh getan. Nein, ich habe ernsthaft gerade einen Heiltrank genommen. Och, ne. Viecher zum Töten. Und wir brauchen ja die Erfahrungspunkte. Also töten wir gerne. Und da es nur ein Krallenfalter ist, nehmen wir die Herausforderung gerne an. Oh Gott, zum Glück habe ich es wirklich nicht versucht, als wir hier gerade das erste Mal durchgegangen sind. Es wäre sicherlich ein Desaster gewesen. Ungefähr noch ein Desaster passieren könnte. Speichern wir auch mal ab. Da sind noch weitere abscheuliche Kreaturen. Ja! Okay, Schlag, Schlag. So klappt's doch wunderbar. Wir kriegen noch nicht mal einen Treffer ab. Oh Gott, ich hätte auch gerne wieder einen Grillschnitzel. Ja! Oder Kuttel. Ja. Oh oh. Da ist ein Viech, was. Ein Weißer. Nur als Moorleiche. Okay, das ist jetzt behindert. Okay, Double Kill. Das ist doch wunderbar. Kaltes Herz. Nehmen wir gerne mit uns. Den Ast nehmen wir auch mit uns. Ist das noch eine Moorleiche oder sieht das jetzt nur so aus? Scheint noch eine Moorleiche zu sein. Meine Vermutung lag sehr nah und war auch richtig. Also Moorleichen sind für uns keine Probleme mehr. Wir sind also schon relativ stark geworden. Das ist gut, das ist sehr gut. Denn wer möchte denn nicht... Habe ich schon wieder einen Halt rein? Ach nein. Das ist aber der Tastenkombo so scheiße. So, ich will aber wieder zurück ans sichere Ufer, wo wir uns schnell bewegen können. Dieses langsame Gehen geht mir wirklich auf die Nerven. Und hab. So. Wir müssen jetzt die nächste links hoch. Ja, wir gehen der Hauptstory ein bisschen weiter auf der Spur. Denn wir haben jetzt so viele Nebenquests auch letztens erst in der Hafenstadt gemacht. Das ist eine Schatztruhe, deswegen will ich da jetzt alles töten. Dass wir auch mal hier ein bisschen vorankommen können. Noch mehr Krallenfalter. Wieso findet man momentan nur Krallenfalter? Leveln die irgendwie quasi mit und digitieren dann zu stärkeren Viechern. Ja! Boah, das Schlimme ist, es sind so viele. Okay. Ja! Ja! Ja, erstmal Triple. Ja! Angriff. Ja!
Also du entkommst mir nicht. Ja! Ja! So, das ist Fleisch. Fleisch ist immer gut. Fleisch, wunderbar. Wie viel ist das überhaupt wert? 15, naja. Was ist denn das? Ein Pilz, oder? Okay, noch nicht mal ein anklickbarer Pilz. So, hier gucken wir im Feuer. Ach, 7 gebratenes Fleisch können wir schnell machen. Ein verlassenes Lager. Wer hier wohl mal gehaust hat? Wir wissen es nicht. Ein Seemann. Zehnerbild von Fleischchen. Okay, ein bisschen Gold. Das geht ja noch. So, essen wir das mal. Und so. Stachelschweine. Warte, hier will ich gar nicht lang. Egal. Free EP. Ja! Da will ich schon keine EP haben. Wir müssen eh irgendwann da lang. Boah, ich hatte irgendwie einen Moment das Gefühl, dass ich im DLC von Dark Souls bin. Und das ist ja sehr, sehr unschön, das DLC. Ich glaube, im Let's Play war ich noch nicht da, aber es ist sehr, sehr unschön. In anderen Worten, beschissen schwer. Okay, jetzt alles oder nichts. Da ist ein Weißer. Mal gucken, ob der uns passieren lässt, beziehungsweise erst reden lässt. Hey, du! Sei vorsichtig, wenn du hier herumläufst. Das Gebiet ist noch nicht gesichert. Ich pass schon auf. Du bist ein ganz harter Kerl, was? Pass auf, mir ist egal, was du hier machst oder zu wem du gehörst. Aber dir sollte eins klar sein. Was zwischen euch Banditen und dem Orden läuft, geht mich nichts an. Solange du keinen Ärger veranstaltest, kriegst du auch keinen. Hast du erlebt, wie die Ruinen aus dem Boden gekommen sind? Ich hab's nicht gesehen, aber viel darüber gehört. Es fing an mit einem Erdbeben und dann brach überall auf der Insel die Erde auf und die Ruinen kamen ans Tageslicht. Okay. Was weißt du über dieses Gebiet? Was weißt du über dieses Gebiet? Der Bauernhof ist fest in unserer Hand. Hier ist das zentrale Lager. Ein Lager? Für was? Für alle Truppen, die sich draußen aufhalten. Außerdem gibt's hier zwei Ruinen. Die eine hier unterhalb des Hofes und die andere ist weiter oben. Mit welchen Gefahren muss ich rechnen? Mit welchen Gefahren muss ich rechnen? Monster, haufenweise Monster. Sie kommen aus den Ruinen und verbreiten sich überall. Erzähl mir mehr über die Ruinen. Erzähl mir mehr über die Ruinen. Das ist nicht mein Ding. Ich pass hier nur auf. Wenn du mehr wissen willst, sprich mit Severin. Okay, normalerweise sollten die mich ja festnehmen. Und dann sofort in die Vulkanfestung werfen. Sollen wir einen Blick hereinwagen? Wir können immerhin danach noch abhauen. Wobei, ich denke, das wird dann schon so ziemlich. Shit, Digga, hab ich. Wow, hab ich mich erschrocken. Nee, ernsthaft, ich hab mich gerade übel erschrocken. Okay, Kommando zurück. Wir haben genug gesehen. Das war, wir sind nicht gestorben, es war eine Vorahnung. War nur in unserem Kopf, ihr wisst schon. So wie in One Piece Haki. Grabmotten. Die sind irgendwie schöner zum Töten. Weil ich die Befürchtung habe, dass da kein Unterschied zwischen denen sind und dem kleinen Viecher. So. Hoch mit uns. Wir müssen noch einen langen Weg zur Vulkanfestung besteigen. Wobei, hier ist ein Bauernhof. Und hier ist ein Cut. Bis dann.